hallo liebe Bienenfreunde. Ich hoffe, ich bin im Bild einigermaßen. Ich war jetzt gerade am Rapshonig halt abfüllen. Als Imker tauscht man ja die Feiertage und die Wochenende gegen die Bienen und gegen alle möglichen Honigleckereien und Vertrieb und alles Mögliche, was halt damit zu tun hat. Aber es macht Spaß und Imker ist einfach der geilste Beruf, den es gibt, muss ich sagen. Also ich habe 3 Berufe jetzt inzwischen, Imker ist der 3. Naja, ohne Abschluss, aber mit praktischer Erfahrung, einige inzwischen. Ja, aber Imker ist einfach das Tollste, was man machen kann. Und vor allen Dingen, man macht was richtig Sinnvolles. Das finde ich eigentlich das Allerbeste. Das ist immer wieder die Motivation, dass man einfach was Richtiges macht, wenn man halt viele Dinge beachtet. Das ist nicht ganz einfach und man muss ständig dazulernen. Es kommt ständig irgendwas Neues, das Klima ändert sich. Die Bienen ändern sich, die Behandlungsweisen ändern sich. Man versucht natürlich auch, gute Erträge zu haben. Denn nur wenn es den Bienen aber auch richtig gut geht, hat man auch gute Erträge, wenn das Wetter mitmacht. Und das ist natürlich immer unterschiedlich. Man ist schon sehr, sehr von der Umwelt abhängig. Aber nicht nur von der Natur, sondern auch von den Menschen, die außenrum leben. Erstens mal, die den Honig kaufen und die ganzen Honigprodukte. Und nicht auf irgendwelche Zuckersirupe scharf sind, sondern auf richtig echten Bienenhonig. Wie gesagt, von der Natur. Und dass natürlich auch alle mitmachen, wo man mit seinen Bienen hinwandert, wo man verkauft und so weiter. Ja, ein Thema dabei ist ganz klar, dass die Umweltgifte und die Umweltprobleme, die wir haben. Hier trifft es natürlich auch die Landwirtschaft. Man ist selber ein landwirtschaftlicher Betrieb, der mit Landwirtschaft zu tun hat. Und auch wenn man jetzt keinen Ackerbau macht in dem Sinn, also ich nicht, wir haben zwar ein paar Grundstücke und versuchen dann auch naturbelassen alles naturbelassen zu wirtschaften, ohne Gifte. Und jetzt war ich da gerade am Rapshonig abfüllen, der dieses Jahr nicht ganz so weiß ist, wie die sonst die Jahre. Aber dieses Jahr im Frühjahr ist aller Honig ist dunkler. Auch der Blütenhonig ist dunkler, der Rapshonig ist dunkler. Bei der Akazie war es okay. Aber auch da hatten wir an einer Stelle hatten wir gar keinen, an anderer Stelle hatten wir gut. Man ist halt einfach abhängig. Und natürlich hat man ein Naturprodukt und den will man natürlich möglichst unbelastet haben. Im Moment ist ja gerade das aktuelle Thema mit Glyphosat. Und wie das natürlich wahrscheinlich viele Imker machen, unterschreibt man natürlich das Thema, Glyphosat sollte verboten werden, nicht wieder eine Verlängerung von 10 Jahren gleich, weil erstens gibt es Alternativen, die ich zwar jetzt nicht benennen kann, aber da glaube ich einfach mal den Fachleuten. Ich habe allerdings mir sagen lassen jetzt von einem ehemaligen Landwirt oder ehemaligen Rapsanbauer, zu dem ich jetzt nicht mehr kommen brauche, dass er auf Glyphosat angewiesen ist. Und ohne kann man scheinbar keine Kartoffeln anbauen, da kann man keine Zuckerrüben anbauen, da kann man keinen Weizen anbauen. Ob das wirklich so ist, würde ich jetzt mal bezweifeln, weil ich denke, dass die Biobauern und Biolandbauern und Demeter und so weiter, dass die kein Glyphosat einsetzen. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen, aber ich habe auch gelernt, dass ich da nicht so viel Ahnung habe. Bei uns gibt es ja angeblich auch keine glyphosatresistente Pflanzen, also Wirtschaftspflanzen, die angebaut werden. Nun ja, ich habe auf jeden Fall eine Kündigung gekriegt von unserem alten Anbauer. Ich brauche da mich auch nicht mehr melden und ich brauche auch nicht mehr vorbeikommen, wenn ich dafür bin. Ich sag mal so, wenn man Macht hat, wird sie auch missbraucht und das zeigt es auch wieder ganz klar. Das ist sehr schade. Aber ich denke, unser jetziger
Landwirt, mit dem wir zusammenarbeiten, der hatte hoffentlich eine andere Einstellung, ein sehr netter. Und es geht ja natürlich, geht es hier um die Umwelt und um die Gifte. Glyphosat wird ja überall nachgewiesen, inzwischen auf der ganzen Welt. Das wird ja eingesetzt in irrsinnigen Mengen. Und ja, gerade wenn ich mir die Agrarindustrie hier anschaue oder woanders anschaue, bei uns hier ist das alles relativ kleinparzellig. Da ist das alles wahrscheinlich noch eher überschaubar. Aber an den großen Flächen, da wird es mit Sicherheit gut eingesetzt. Natürlich wird Glyphosat nicht in die Blüten gespritzt. Das sind so unsinnige Bemerkungen, die da kamen. Aber ich war halt tiefst erschüttert, dass man halt so dass man untereinander auch, deswegen auch zum Tag der Einheit hier, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass landwirtschaftliche Betriebe auch untereinander dann so reagieren. Das ist schon äußerst bedenklich, würde ich mal behaupten, weil ich denke, dass wir alle ähnliche Motive haben, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Wir wollen den Leuten, den Kunden gute Produkte anbieten, saubere Produkte anbieten, leckere Produkte anbieten. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft noch weitermachen können. Und weil, wenn jetzt nochmal das Glyphosat erlaubt wird, wird mit Sicherheit auch wieder der Einsatz steigen. Ja, das ist eigentlich mein heutiges Anliegen, das Glyphosat. Und ich hoffe, dass wir genug Unterschriften zusammenkriegen und genug viel Engagement zustande kommt. Denn wir brauchen saubere Produkte. Und die Neonicotinoide, die sind ja teilweise schon verboten, aber leider noch nicht alle. Das ist ja auch ein Gift, wo auch gegen uns Menschen wirkt. Das muss man ja auch mal sagen. Auch wenn es jetzt nicht gleich zum Tod führt, wie bei den Insekten. Aber da haben wir es ja bald geschafft. Da haben wir ja schon 80% ausgerottet. Und ich denke, scheinbar brauchen wir keine Insekten. Auch in der Landwirtschaft nicht. Offensichtlich, ich habe ja auch gesagt, ich soll mit meinen Bienen doch in den Wald gehen, weil ich brauche keinen Rapshonig und keinen Blütenhonig, weil den Blütenhonig kann ich mir nicht verbieten lassen. Den Rapshonig, gut, das werde ich dann halt, bei dem Landwirt werde ich mich dann nicht mehr melden, ganz klar. Aber ich denke, dass wir trotzdem Rapshonig bekommen werden. Ja, und wir brauchen einfach Einigkeit und Zusammenarbeit. Und deutsche Einheit heißt eigentlich auch, dass wir uns einig sind, dass wir eine Zukunft haben, dass unsere Kinder eine Zukunft haben und die nächsten Generationen eine Zukunft haben. Und ich denke, jeder von uns hat doch Verantwortung, so zu handeln und so zu leben, dass die anderen Menschen, andere Völker, andere Generationen, dass sie auch noch ein lebenswertes Leben haben. Und ja, ich denke schon seit 40 Jahren ist das schon ein Thema bei mir. Wir haben früher schon als Jugendliche, als Kinder schon am Küchentisch diskutiert über die Thematik Umweltverschmutzung und so weiter. Leider hat sich nicht viel getan. Im Gegenteil, es ist alles viel, viel, viel schlimmer geworden. Es wird viel mehr geflogen, es wird viel mehr Sprit verbraucht, viel mehr Energie verbraucht, viel mehr konsumiert. Es gibt irrsinnig viel Konsumtrottel inzwischen. Den Begriff habe ich gestern kennengelernt, fand ich richtig gut. Ich habe früher immer Konsumgeilheit gesagt, aber Konsumtrottel ist noch besser. Und ja, wir sollten vielleicht alle mal wieder irgendwie auf den Boden der Normalität zurückkommen und uns überlegen, wie wir in Zukunft leben wollen und vor allen Dingen, wie unsere Kinder leben sollen, ob sie noch hier leben können, so wie sie es gern würden. Und
Ich denke, dass wir uns da alle engagieren sollten. Und auch wenn da natürlich jetzt heftiger Gegenwind kommt, das natürlich auch erschüttert für mich ist, also eine neue Erfahrung. Gerade als Imker hätte ich nicht gedacht, dass mir sowas passiert. Hoffe ich doch, dass wir gemeinsam uns einig werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag, einen restlichen und beste Grüße von den Honigkeiten. Bis dahin, ciao.